Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, ganz normales Tageshoroskop. Angesichts der heutigen deutlichen Temperaturänderungen möchte ich meinen Studiogast, den CO2-Anni, kurz einmal fragen, was er davon hält. Also Anni, was sagst du dazu? Ja, also das ist alles ein großer Wahnsinn. Also wenn man sich das da vor Augen hält, also der Impact, der Back-Radiation, der ist gigantic, und wenn du das durch die Birne gehen lässt, das holst eigentlich im Schädel nicht mehr aus. Aha, und was heißt das konkret? Naja, schau, das ist einfach recht einfach erklärt, aber es ist halt nicht so easy. Also da musst halt schon ein bisschen auch einen Verstand haben, dass du das Ganze abcheckst, weil so easy ist das alles nicht. Und man muss auch gewisse Fakten beliefen, weil einfach ist das halt nicht zum Verstehen. Weil schau, ich war immer ein Bodybuilder, ich habe mein Leben lang weightgeliftet und ich war der Mr. Universe, und das ist auch im Zuge von all dem. Mein Gehirn ist immer weiter gewachsen, ja, und mit so einem großen Gehirn musst du einmal klarkommen. Und ich glaube, I don't believe, dass irgendeiner noch mit mir mithalten kann, gell? Ach so, also das ist ein sehr, sehr, sehr interessantes Erklärungsmodell. Und was wäre da zum Beispiel die Lösung? Hättest du irgendeinen Lösungsansatz? Ja, ich meine, das hätten sie ja alle schon earlier fragen können, aber ich habe mir da gedacht, lasst die Menschen halt anrennen, dass sie selber draufkommen mögen. Aber ich sage euch eins, ich gebe euch meine Kontonummer, und jeden Tag, wenn sie es einzahlt, ja, kräftig einzahlt auf meine Kontonummer, dann werdet ihr in der Früh feststellen, dass nicht nur die Temperatur runtergegangen ist, sondern auch die CO2-Werte, und deswegen bin ich der CO2-Anni, und das kann ich garantieren. Also, Wahnsinn, also nur auf die Kontonummer einzahlen und dann sinken schon, unglaublich, also dass das so, das ist ein Mirakel. Ich muss echt ehrlich sagen, ich bin danke Anni, danke, das hätten wir uns jetzt, glaube ich, eher weniger gedacht. Ich stehe noch ein bisschen unter Schock, also Geld hat doch eine größere Macht als wir ahnen. Unglaublich. Auch 1919 wurden ja die Verträge von Versailles geschlossen, und nach einer dezenten Diätphase hat man dann sozusagen die unterzeichnenden Delegationen doch überzeugen können, zu unterfertigen, und geringfügige Reparationszahlungen wurden festgelegt, und dieser Sonderfrieden mit den USA am 25.08.1921, der sollte eigentlich sozusagen gut so gut wie ablaufen. Und könnte es sein, dass wir uns in einer Art rechtsfreien Raum befinden? Und 1% sind der Meinung, das sind alles nur Märchen. Also da ist der Anni, der CO2-Anni, glaube ich, zuständig. 2%, ich glaube nicht, dass diese Verträge ein Ablaufdatum haben. 3%, es könnte schon sein, dass da etwas läuft. 5%, die Ereignisse der letzten Jahre haben mich nachdenklich gestimmt, die haben mich eigentlich auch, und jetzt muss ich rüberblenden. Alles, was derzeit abläuft, ist zutiefst illegal. Naja, immerhin 89%, also das kann sich sehen lassen, eine sehr deutliche Auskunft. Und wie gesagt, auch die Kommentare zeigen, dass ihr recht gut informiert seid. Erfreut mich natürlich sehr, weil historischer Hintergrund, ich meine, wenn ich auf die Straße gehe und sozusagen Leute befrage, dann werden die Antworten ziemlich sicher überraschend sein, sagen wir es mal so, ja, so euphemistisch ausgedrückt. Überraschend tut uns dieses Horoskop auch ein wenig, weil wir haben einerseits die, wir haben einerseits die Krankheitsmaßnahmen hier mit Saturn als Herrscher von 6 in 6 stark besetzt. Ich habe ja immer wieder gesagt, dass der Saturn in einem Haus, zum Beispiel Saturn in 4, für Entbehrungen und für Leitprobleme steht, aber wenn wir es aus der Perspektive der Krankheit sehen, dann ist Saturn innerhalb der Triplizität hier gar nicht so schwach. Im Gegenteil, der steht hier sehr, sehr stark. Also das heißt, er blockiert, er hemmt, er bereitet Schwierigkeiten, und das passt zu diesem Thema ausgezeichnet. Ja? Es passt ganz ausgezeichnet zu diesem Thema. Naja, also das heißt, hier wird ein Maximum an, sagen wir es mal so, Schwierigkeiten bereitet. Ja? Ein großes Potenzial an Schwierigkeiten läuft hier, und wir brauchen nur mal schauen, die Spitze des vierten Hauses, die Bevölkerung, befindet sich im Skorpion. Und Skorpion steht, wie wir bereits wissen, für Leid, Intensität, tiefe Erfahrungen, Schmerz, Konflikte. Ja. Es ist schwierig. Der Skorpion ist nicht so einfach. Er ist auch unberechenbar. Und wir haben hier natürlich zwei Herrscher. Einerseits den Mars und andererseits den Pluto. Gleichzeitig ist auch
der Mars der Herrscher des 9. Hauses. Das könnte zum Beispiel bedeuten, ja, es gibt jetzt hier verschiedene Interpretationsansätze, das könnte zum Beispiel bedeuten, dass die Bevölkerung bezüglich dem Thema Freiheit wütend ist. Ja. Nur was macht sie an der Spitze des 2. Hauses? Naja, weil das geht schon aufs 2. Haus, der Mars, das heißt Herrscher von 4, kann man sagen, in 2. Hier erkennen wir wieder das leidige Thema. Thema Sicherheit. Ja. Die Leute bangen um ihre Versorgung. Sie haben große Existenzängste, weil Skorpion steht ja für Ängste, für Probleme. Ja. Und gleichzeitig steht auch der Pluto im 5. Haus. Und er steht, was ich so gesehen habe, tatsächlich in 5. Pluto ist auf 14 Grad 51, und, also 24 Grad 51. Und das 6. Haus ist auf 27 Grad 37. Na, da steht er bereits, Spitze 6. Haus. Das geht sich mit der 3 Grad Regel bereits aus. Hätte ich mir optisch so nicht gedacht. Ich schaue mir es noch einmal an. 24, 51, 27, 37. Ja, das ist weniger als 3 Grad, definitiv. Also das heißt, gut, ganz einfache Aussage. Die Bevölkerung ist krank, leidet, es geht ihr schlecht. Und es hängt natürlich auch mit diesen wundersamen Maßnahmen zusammen. Weiter zum 4. Teil. Ende.